Guten Morgen, meine wunderschönen Mädels. Wir sind zurück aus dem Urlaub und heute sind wir im Europapark, um genau zu sagen, vor dem Castillo Alcázar. Heute übernachten wir nämlich auch da. Und das Lustige ist, genau diese Burg haben wir in Toledo besichtigt, in Spanien. Und zwar hat mich der Lukas überrascht. Wir sind nämlich heute genau 10 Jahre zusammen. Also wir kennen uns natürlich viel, viel länger, aber so richtig zusammen, ja, haben wir halt Jubiläum. Und dann hat er sich gedacht, okay, ich schenke ihr was, wo ich auch was davon habe und auch der Kleine. Und hat sich gedacht, dann machen wir ja eine kleine Tour im Europapark. Und jetzt befinde ich mich hier und ich werde euch einfach mitnehmen. Ich sehe voll fertig aus. Wir sind seit 6 Uhr morgens unterwegs, ne? Ich zeige euch jetzt die Burg. Die ist nämlich genau vor mir. Die ist doch wunderschön. Schaut mal. Hört ihr die Leute schreien? Hier ist nämlich genau auch eine Achterbahn. Schaut mal, ich glaube, das ist die, Wasserbahn oder sowas. Auf jeden Fall, das ist die Burg. Könnt ihr die sehen? Wunderschön, ich freue mich schon total drauf. So, ich glaube, ich muss hier runter. Ich werde nämlich schon gerufen. Boah, es ist laut. Also, ich muss sagen, ich bin so ein Schisser. Ich werde nicht auf diese heftigen Achterbahn draufgehen. Ganz sicher nicht. Hallo, mein Schatz. Hörst du das? Was denn? Freust du dich? Hörst du das? Ja, ich höre das. Die schreien alle, gell? Jetzt geht's los, würde ich sagen. Hier ist auch der Lukas. Hallo, Schatzi. Sag mal hallo. Jetzt geht's ab. Santa Isabel Hotel und wir übernachten zwar nicht hier, aber ich finde es irgendwie super interessant. Sieht auch sehr, sehr schön aus und ja, wollte ich euch auch mal gezeigt haben, ne? Ich glaube, um 3:30 können wir erst in die Burg und da werde ich euch auch auf jeden Fall die Räume zeigen. Ich bin super gespannt. Komm, mein Schatz. So, wir befinden uns gerade in Spanien, wie man sehen kann. Und es ist total schön, weil ich hier schon spanische Musik höre. Das fühlt sich gleich an, als ob ich wirklich in Spanien wäre. Wir wollen jetzt zur Wildwasserbahn. Samuel, komm! Wildwasserbahn gefahren, die ist hier direkt hinter mir. Schaut mal. Ich bin pitchnass, der Samuel auch. Die ganze Hose ist nass. Der Papa ist schuld, sagt der Samuel. Und meine ganzen Haare, seht ihr das? Ich bin pitchnass. Ja, Schatz? Ah, die Enten. So, wir sitzen gerade hier auf einer Bank und sonnen uns ein bisschen, weil wir sind immer noch pitchnass. Also die Hose vom Samuel ist wirklich pitchnass, der Arme. Und der Lukas steht hier an so einem Burgerstand. Wir haben voll Bock auf Burger, beziehungsweise der kleine Mann hier. Und Samuel, wollen wir wieder zu der Wasserbahn, zu der Wildwasserbahn? Nein. Nein, das möchte er nicht mehr, weil wir sind pitchnass geworden. Aber sonst war die ganz cool, oder? Nein. No. Heute Abend schauen wir die Schön und das Biest. Ja, la la. La la la, freust du dich? Hey. Ja. Wir machen jetzt eine Bootsfahrt. Dadurch, dass wir noch so nass sind, hier scheint richtig schön die Sonne, dann werden wir vielleicht trocken. Da ist Patito. Sí, un Patito. Eine Ente. Meine Haare sehen furchtbar aus, weil die nass geworden sind. Umsonst geglättet heute Morgen. Thank you.
gut, ich meine, ganz ehrlich, die war jetzt nicht so krass, der Kleine durfte drauf. Und er hat sich kaputt gelacht und er fand das total cool. Aber ich bin halt schon so ein Schisser, ne? Tja. Mädels, hier waren wir eben drauf. Das ist die geilste Achterbahn. Ich kann es euch nur empfehlen. Kommt ihr jetzt gleich hier. Hier könnt ihr die sehen. Die ist so cool. Da war auch Samuel drauf. Hallo. Und das ist so schön da drinnen. So märchenhaft mit Elfen und Trollen. Und richtig, richtig schön. Also wenn ihr mal im Europapark seid, dann müsst ihr unbedingt hier drauf. Wie heißen die? Genau, Arthur. Im Königreich der Minimoys. Ja, klopf. Lass mich in Ruhe. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Mit diesem Expresszug dorthin und ich bin aus der Puste, wir sind so gerannt. Naja, kann man nichts ändern, dann haben wir eben den Anfang verpasst. Heiterkeit statt Leid, nun ist es vorbei, wir sind wieder frei. Schöne Mund, das war das romantisch? Lukas. Wieder lieber. Fandest du den Film? Ja, super, ich hab geheult. Ich hab wirklich geweint. Also wenn ihr die Schöne und das Biest noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr unbedingt rein, wenn ihr auch so Prinzessinnen seid. Ich liebe diesen Film, es war echt total schön. 3D übrigens. Ne, 4D, gell? 4D. Wie schön das hier aussieht. Voll komisch, hier so die Letzte zu sein im Europapark. Wir müssen jetzt mit dem Expresszug zum Hotel fahren, also zu der Burg. Schaut mal, da ist der Zug. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich noch 3 Minuten warten, bis der nächste kommt. Und dann wollen wir noch in der Burg zu Abend essen. Ich sehe irgendwie so blau aus, ne? Voll komisch. Voll schön beleuchtet. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Wir hatten super viel Spaß. Und morgen sind wir auch hier, weil wir haben 2 Tage gebucht, damit wir überall fahren können. Yeah! Und damit wir es genießen können. Und ich bin aus der Puste. Der Film war so schön, Mädels. Voll romantisch. Und der Samuel ist heute sehr, sehr viel gefahren und auch Sachen gefahren, die ich nicht gedacht hätte, dass er sie fährt. Aber altersgemäß natürlich, ne? Also jetzt nichts, wo er jetzt nicht dürfte. Aber da waren schon Sachen dabei, wo ich selbst, ne, ich bin ja eh ein kleiner Schisser. Boah, ich sehe voll fertig aus. Ich habe dann halt schon so Angst gehabt und habe mir gedacht so, boah, das ist krass jetzt. Und er voll happy am Lachen und so. Also ich bin stolz auf dich, mein Schatz. Hast du Spaß gehabt? Musik.
Oh, das ist schon besonders, in so einer Burg zu schlafen. Richtig schön. Wow. Oh, wie süß. Guckt mal. Ein Kinderhochbett. Richtig schön. Ach, guck mal, hier ist auch eine Treppe. Und schaut euch mal bitte diese Türen an. So richtig mittelalterlich. Schön. Ich bin so kaputt. Ich habe Hunger. Wir gehen jetzt essen. Weil die machen um 10 Uhr die Küche zu. Und wir haben halb 10, weil wir ja im Kino waren. Der Tag ist zu Ende. Wir sind jetzt im Zimmer. Wir haben so, so lecker gegessen, wie ihr schon gesehen habt. Wir sind im Castillo Alcázar, aber wir haben im Kolosseum gegessen, weil wir voll Lust auf Pizza hatten irgendwie. Und wir gehen jetzt schlafen. Und ich weiß nicht, ob ich euch morgen nochmal mitnehme, weil ich glaube, ich habe euch einiges gezeigt. Wenn nicht, dann verabschiede ich mich jetzt einfach und sage gute Nacht. Und ich hoffe, mein Vlog hat euch gefallen. Oder wir sehen uns morgen wieder. Schauen wir mal. Ciao. Sagst du auch ciao? Ciao. Ciao, Lieb. Ciao, amore. Morgen. Jetzt wird gefrühstückt. Schaut mal, wie schön es aussieht. So richtig spanisch. Das ist voll schön hier. Hier ist sogar so eine Rittertafel. Richtig cool. Ja, also die Zeit ist knapp. Wir haben nur noch 45 Minuten oder so zum Frühstücken und dann gehen wir wieder zurück in den Europapark. Und ich habe extrem Halsschmerzen. Ich trinke jetzt einen Cappuccino oder sowas und hoffe, dass es mir dann auch ein bisschen besser geht. Wie geht's dir? Ja, super. Heute geht's weiter. War richtig schön, ja? Wie so Könige. Richtig schön. Okay, bis später. Pass auf jetzt! Jetzt bist du aber nass, mein Freund. Wir sind gerade dieses Boot hier gefahren und der Samuel hat so geweint und jetzt haltet euch fest. Nicht aus Angst, sondern weil er nass geworden ist. Der ist so wasserscheu, unglaublich. Es hat aber so Spaß gemacht und jetzt wollen wir auf so eine Bootsschaukel, die echt krass ist, wie ich finde. Da war ich vor ein paar Jahren drauf und ich fand es schon heftig. Und zwar diese hier, ich zeig dir euch mal. Und wenn man ganz oben sitzt, ist es richtig heftig. Aber wegen dem Kleinen setzen wir uns jetzt in der Mitte, weil das ist ab 4. Und ich denke, dann ist es nicht so schlimm, weil da sitzen auch kleine Mädels. Da gehen wir jetzt drauf. Spritz dir ab, jawohl! Êtes-vous prêt? Frío.
angefangen zu regnen leider. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Aber ihr könnt schon sehen, ich bin so kaputt, weil ich halt erkältet bin und sowas. Und wir haben auch noch was gekauft. Und zwar, wir waren ja so begeistert von dieser Achterbahn von Arthur. Die war so schön und so magisch, dass wir uns gedacht haben, dass wir die 3 Filme dazu kaufen. Also Teil 1, 2 und 3. Freust du dich? Also wir haben schon gesagt, wenn wir zu Hause ankommen, weil wir haben ja noch relativ früh, dann gehen wir alle gechillt ins Bett und gucken die Filme. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich noch nicht, deswegen. Ah, und das haben wir noch gekauft. Ein Kuscheltier. Das sieht echt komisch aus. Der hat 2 Augen und Ohren und so komische Teile an den Seiten. Und das sind, glaube ich, Minimals. Heißen die Minimals? Der kann fliegen. Ah. Und jetzt gehen wir ins Auto und dann fahren wir nach Hause. 2,5 Stunden. Tschüss.